Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr solche transparenten Titel erstellt. Und ich habe insgesamt 4 Varianten, die ich euch zeigen werde. Welche ihr davon natürlich dann anwenden wird, ist immer Geschmackssache und hängt natürlich auch von dem jeweiligen Film ab, den ihr erstellen wollt. Hier seht ihr die erste Variante mit einer Bauchbinde, die animiert ist. In der nächsten Variante ist es ein statischer Hintergrund, den ich gewählt habe, und man sieht auch einen Unterschied in dem transparenten Hintergrund, dass da ein anderes Bild läuft. Hier ohne Bauchbinde die ganze Version. Auch 2 unterschiedliche Clips, die da verwendet worden sind. Und in der letzten Variante klassisch mit schwarzem Hintergrund. Wie das geht, zeige ich euch gleich Klick für Klick. Ich habe mir bereits Filmdateien in meinen Medienraum hier reingeladen. Wähle jetzt eine entsprechende Datei aus. Was hier wichtig ist, was man hier schon sieht, ich habe mir die Spuren angepasst. Und zwar, ich arbeite ja jetzt hier ohne Ton, weil das sind Luftaufnahmen von der DJI-Drohne, die ich gemacht habe in Rheinland-Pfalz. Und ich brauche keinen Ton, deswegen habe ich mir das wegen der Übersichtlichkeit hier gleich so angeordnet, dass hier nur 3 Filmspuren sind. Und für den ersten Effekt mit einer animierten Bauchbinde brauchen wir auch 3 Spuren. Ich habe bewusst diesen Clip gleich in die dritte Spur gewählt. Den gleichen Clip ziehen wir nochmal in die erste Spur. Und für die animierte Bauchbinde brauchen wir wieder eine Farbkarte, die wir auswählen. Und die ziehe ich in die mittlere Spur. So, machen wir mal ein bisschen länger alles. Da war meine Maus schneller als ich, aber kein Problem, wir nutzen das gleich, weil wir hier das Seitenverhältnis, den Haken gleich rausmachen müssen, weil wir die Größe der Bauchbinde gleich anpassen müssen. Das war natürlich der falsche Klick. So. Okay, jetzt gehen wir in eine Funktion, die nennt sich Maskendesigner. Die finden wir hier unter diesem Button Designer. Klicken wir drauf. Wir haben natürlich vorher die dritte Spur ausgewählt. Und hier haben wir die Möglichkeit, transparente Titel zu erstellen, beziehungsweise Masken zu erstellen, die dann uns den Titel transparent machen. Ich habe das schon mal so weit gemacht, aber um es einfach mal zu zeigen, Maske erstellen, dann öffnet sich jetzt hier gleich der Titelraum. So, und jetzt kann ich hier ganz normal meinen Text eingeben, entweder hier, dass ich es markiere und gebe meinen Text ein, ja. Oder ich habe natürlich hier oben die Möglichkeit, das reinzuschreiben. Was immer ganz wichtig ist bei solchen Effekten, dass wir die Schriftart in Fett verwenden und dass wir die Schriftart sehr groß ziehen, weil nur dann wirkt dieser Effekt und gegebenenfalls macht es auch Sinn, dass wir hier durch die Return-Taste das Ganze auf 2 Zeilen machen. Damit es schöner aussieht, ist es vielleicht sinnvoll, auch das mittig anzuordnen. Und dann gucken wir mal, ob wir es hier noch ein bisschen größer ziehen können. Genau, nur dann wirkt dieser Effekt. So, auf diese Art und Weise habe ich relativ einfach eine Maske erstellt. Jetzt ist die hier ausgewählt. Ich wollte euch allerdings eine andere Maske zeigen. Deswegen gehen wir jetzt hier einfach mal auf diese Maske und schauen uns das mal an, was da passiert. Genau, durch die Bauchbinde, die wir schon haben, sehen wir hier, was passiert. Das ist natürlich noch nicht der gewünschte Effekt, deswegen müssen wir in die nächsten Bearbeitungsschritte gehen. Wir bestätigen das Ganze mit OK. So, was passiert? Auf dieser dritten Spur wende ich den Effekt an. Dann kommt hier die Farbkarte, dieses komplett der weiße Hintergrund. Und in dem transparenten Titel läuft die erste Filmspur. Deswegen brauchen wir auch 3 Filmspuren für diesen Effekt. Ich hatte ja jetzt hier die Farbkarte schon bereits das Seitenverhältnis den Haken rausgemacht, so dass ich das jetzt hier ganz elegant lösen kann. Und
Jetzt sieht der Effekt schon ganz annehmbar aus, aber das ist mir hier noch zu hart mit dem weißen Hintergrund. Machen wir einen Doppelklick drauf auf die Farbkarte, sprich zweite Filmspur. Dann öffnet sich hier der Bild im Bilddesigner. Und hier haben wir den Reiter Deckkraft. Das bedeutet, wir setzen hier die Cursor-Position an den Anfang. Und wir wollen ja die ganze Bauchbinde auch animieren. Das heißt, wir setzen hier einen Keyframe für Position, Ausmaß und Deckkraft. Deckkraft setzen wir erstmal auf 0. Dann verändern wir die Startposition. Deswegen sind die zwei Keyframes, Position und Ausmaß, auch so wichtig. Und das bedeutet, dass jetzt die Bauchbinde in der Position 0 eigentlich nicht zu sehen ist. Entschuldigung, nicht eigentlich, sondern sie ist nicht zu sehen. So. Nach einer Sekunde soll die Bauchbinde sich öffnen. Deswegen gebe ich hier eine Sekunde ein. Die Zeitachse springt sofort dorthin. Jetzt mache ich wieder drei Keyframes. Und jetzt sage ich, durchziehen der Bauchbinde, was ist meine Wunschposition. In der Höhe hatten wir sie ja bereits angepasst. Jetzt müssen wir noch die Deckkraft machen und da empfehle ich eine Deckkraft nicht von 100%, sondern nur 75%, dass es etwas durchscheint. Das sieht etwas besser aus, ästhetischer aus. Und ich mache noch einen Rand um diese Bauchbinde, etwas Unschärfe reinmachen und auch hier den Rand nur mit 75%. Jetzt gucken wir uns den ganzen Effekt einmal in der Vorschau an. Jetzt passt natürlich noch nicht das Timing, wie der Titel sich generiert. Damit wir jetzt den Titel vom Timing her anpassen können, markieren wir die Filmsequenz in der Spur 3, gehen wieder auf Designer, Maskendesigner. Und hier gibt es auch die Möglichkeit, die Deckkraft der Maske zu verändern. So, am Anfang haben wir eine Deckkraft von 0, müssen wir einstellen. Deswegen wieder den Keyframe gesetzt. Und hier gibt es den Bereich Maskendeckkraft. Und den setzen wir auf 0. Jetzt wissen wir, nach einer Sekunde öffnet sich die Bauchbinde zu 100%. Und damit das einen schönen, smoothen Effekt gibt, empfehle ich hier, dass die Deckkraft der Maske nach 1,5 Sekunden sich vollends erstellt hat. Deswegen 1,30. Die Zeitachsenmarkierung springt automatisch dorthin. Ich setze wieder ein Keyframe bei der Position und sage jetzt, dass die Maskendeckkraft auf 100% gesteigert wird. Dann gucken wir uns das nochmal an. Und dann sehen wir auch schon, hier hat sich was verändert, nämlich die Linie, die die Transparenz anzeigt, macht hier eine schöne Kurve nach oben. So, wir schauen uns das an. Und das hat von dem Timing wunderbar gepasst. Somit haben wir den ersten Effekt relativ einfach und schnell erstellt. Kommen wir nun zum zweiten Effekt. Um den zweiten Effekt herzustellen, brauchen wir zwei unterschiedliche Clips, die wir benutzen. Und zwar, wir brauchen auch wieder drei Spuren. Clip Nummer 1 ziehe ich hier in die oberste Spur, Clip Nummer 2 in die dritte Spur und jetzt habe ich keine Farbkarte verwendet, sondern ein Hintergrundbild, in dem Fall dieses, aber Hintergrundbilder sind eigentlich nur JPEG-Dateien, das heißt, die könnt ihr mit jedem beliebigen Fotobearbeitungsprogramm natürlich selbst erstellen und seid dann nicht auf die vorgelieferten Inhalte angewiesen. Okay, wir gehen wieder auf die dritte Spur, markieren sie, gehen auf Designer, Maskendesigner. Wie ihr seht, habe ich hier schon einige Masken erstellt. Wählt die hier einfach aus, aber wenn ihr sagt, ich möchte lieber eine eigene Maske erstellen, geht ihr wieder auf Maske erstellen. So sieht das dann aus. Natürlich ist der Hintergrund in Spur 2 zu dominant. Wieder einen Doppelklick drauf machen, weil wir müssen noch das Seitenverhältnis auflösen, indem wir den Klick hier machen. Jetzt habe ich in dieser Ansicht, ist es einfach komfortabler, das entsprechend zuzuschneiden mit der Maus.
sieht das schon mal ganz gut aus. Und jetzt achte darauf, was passiert. Es gibt nämlich dadurch, dass ich zwei Clips verwende, auch hier zwei unterschiedliche Clips, die abgespielt werden. Und das ist der Effekt, der eigentlich, naja, es ist Geschmackssache. Die einen finden es schön, die anderen sagen, nee, das verwirrt mich. Aber ihr wisst zumindest, wie es geht. Geht relativ schnell und einfach. Kommen wir nun zu Variante Nummer 3. Bei Variante 3 brauchen wir nur zwei Videospuren, die wir benötigen. Und ich benutze auch bewusst wieder zwei unterschiedliche Videoclips dafür. Wir benutzen wieder Videospur 2, also sprich die höherwertige Videospur. Vom Ranking her gehen auf Designer, Maskendesigner, wählen uns eine vorhandene Maske aus. Wir können natürlich hier auch so eine Form nehmen, aber wir wollen ja einen Titel nehmen. Da es sich um die Nahe handelt, passt das ganz gut. Und jetzt werden wieder einerseits in der Videospur 1 ist das hier vorhanden und hier im Titeleffekt ist die Videospur 2 vorhanden. Sieht dann wie folgt aus. Und so einfach und schnell habt ihr diesen Titeleffekt erstellt. Letzter Effekt ist der einfachste Effekt. Ihr nehmt eine Filmsequenz, zieht sie auf eine Videospur, geht auf den Designer, Maskendesigner, wählt eure definierte Maske aus, auf OK und so habt ihr letztendlich relativ einfach einen schwarzen Hintergrund, weil das einfach die Standardeinstellung im Maskendesigner ist und könnt so euren Titeleffekt umsetzen. Ja, das waren vier Möglichkeiten, mit transparenten Titeln zu arbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt es bitte in die Kommentare. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da oder den Daumen nach oben und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!